Wie komme ich da runter, so? Ah, okay. Jetzt verstehe ich, wofür dieser Weg hier war. Genau dafür ist er. Boop. Überlebe die Prüfung. Okay. Sollte hoffentlich möglich sein. Ui, das sind eine ganze Menge, hä? Oh, die sind Level 27. Da. Das klappt allerdings sehr gut gegen so einen Haufen an Gegnern. Lass mich in Frieden. Ja. So. Nochmal. Dann ein bisschen zurückspringen. Okay, wir haben noch ein bisschen Platz hier. Aber außer Sarah hat hier noch keinen Schaden genommen. Das macht keinen Oder Spaß. Zumindest. Helft nee, doch, mir überhaupt los. Keinen. Na, dann greift doch auch mal jemanden an, Leute. Aua. Warum kriege ich alles ab? Warum kämpft keiner von euch? Läuft's wieder? Ne, Vivian ist immer noch auf K. So. Jetzt aber. So langsam haben sie sich wieder daran gewöhnt. Ich musste ihnen einen Anstoß geben, aber es hat geklappt. Ja, jetzt rennt die letzte echt weg. Ja, dann schieße ich halt auf den. Oder die Wahrkriegerin. Noch jemand übrig? Ne, alles okay. Oh, okay, es geht weiter. Wie, jetzt einfach nochmal dasselbe? Okay. Soll das wirklich so sein? Ah ne, jetzt haben die auch ein bisschen Schilde. Ich denke mal, so drei oder vier Wellen muss man davon schon aushalten. Hui. Das wäre sonst auch ein bisschen wenig gewesen. Aber nehmen wir mal einen Trank. Kommt mir auch ein bisschen zu nah irgendwie. So. Ah, war Verteidiger. Hm. Nein, alles gut. Ich bin ja jetzt in einer guten Position, so wie es aussieht. Noch mehr von euch. Wo ist der Rest? Hier sehe ich noch einen. Eine. Zack. Passt schon. Da ist dann noch der Verteidiger. Na komm, ich treffe wieder nicht. Mit der Maus übrigens. Okay, das war's. Und mindestens noch eine Welle. Das klappt ja gut. Nehmen wir mal einen Nahkämpfer, um das hier kaputt zu machen. Aber jetzt ist es kaputt. Komm her und los geht's, Leute. Ich weiß zwar nicht, wieso ich zuerst den Champion angreife, aber komm. Ist da übrigens noch einer? Ja, es sind zwei Champions. Na gut, dann wär's vielleicht doch schlauer. Lieber erstmal. Vor allem, warum müssen die bis hier hochkommen? Egal. Ich wäre trotzdem schlauer, jetzt erstmal die Gegner hier anzugreifen, die direkt vor mir sind. Meine Güte. Ja, es ist irgendwie hier drin eine Falle. Sollte hier nicht drin bleiben. Na gut. Ah, cool. Das sind wir in unserer Schutzblase. So. Jetzt alle auf ihn. Wofür denn? Oh Gott. Zu viele Effekte auf zu kleinem Raum irgendwie schon wieder. Na komm, erwaschen. Was ist das? Oder auch alle. Viel ist ja nicht mehr los, wie es aussieht. Er hat schon wieder das gemacht. Meistens haben wir darauf eine gute Antwort. Eine, die fast in einem Schlag das immer wegnimmt.
ist auf jeden Fall eine gute Antwort. Wenn eine Fähigkeit eine andere aushebelt, kann es eigentlich nichts Schlechtes sein. Immer schön weiter. Erst den einen, dann den nächsten. So funktioniert's. Machen ordentlich Schaden, die Typen. Aber wir machen auch nicht zu wenig. Zu viel hält der nicht mehr aus. Zack. Nochmal das. Das sollte es gewesen sein für ihn. Perfekt. Greifen an ihn an, bitte. Hui. Und da ist das auch weg. Oh. Slow-mo. Na komm. Das ist auf der Entfernung gar nicht so eine schlechte Attacke. Man muss halt nur ordentlich treffen. So, okay, ich glaube, mehr kommt danach nicht mehr. Denn das war jetzt schon ein ganz schön heftiger Kampf. Zack. So, und? Na? Na, sieht gut aus. Ja. Zurück zum Leiter. Zum Chef. Der hat sich auf die Kämpfe gefreut. Ha, welch ein Kampf, dieser Kniff mit dem... Aber wem erzähle ich das? Gut gekämpft, Inquisitor. Oh, ja, ich bin hier unten. Egal, wir haben den Eindruck trotzdem geschindet. Oder, naja, schinden eigentlich nicht. Wir haben ja nicht nur so getan, wir haben ja wirklich das getan. Wir haben unser Ansehen redlich verdient. Na gut, dann geht's jetzt zurück. Oh Moment, da kann ich bestimmt wieder nicht meine Gruppe ändern, ne? Ich wollte mal wieder ein paar andere Leute mitnehmen. Oder? Ist hier vielleicht doch irgendwas? Nee, aber gut. Bis zum nächsten Lager ist es ja nicht besonders weit. Dup, 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 dup. Beziehungsweise nicht besonders lang. Denn das ist in dem Spiel hier auch sehr ähnlich. Je weiter man weg ist, umso weniger lange dauert das. Nehmen wir mal Blackwall mit und Sarah nehme ich eigentlich immer weg mit. Das geht nicht wirklich anders. Und dann Dorian, komm. Mal gucken, was uns erwartet. Okay, ich sollte sie vielleicht noch aufleveln lassen. Denn die kriegen jeweils ein paar Punkte ab. Aber ihm war ja nicht mehr viel zu holen. Zack. So, und bei Dorian auch noch ein Punkt. In die Barriere. Okay. So, ja, dann porte ich mich wieder schnell zurück, weil das doch ein Tick schneller geht als zu laufen. Bis dahin. Und wieder über den Fluss. Der immer noch wunderschön ist. Sehr idyllisch. Angenehm einfach. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass das Fliegenpilze sind. Oder zumindest sehen sie sehr aus wie Fliegenpilze. Ich habe mal den Arsch der Kaiserin gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Naja, nicht wirklich. Ich habe ihn gezeichnet und jemand meinte, ich hätte ihn gut getroffen. Na, das ist doch schön. Na, das ist doch schön. Na komm. Ein verkohlter Leichnam. Lecker. Und ist hier oben noch was? Irgendwo müssten wir noch eine Nachricht finden können. Wenn nicht hier, dann hier unten vielleicht. Oh, ouch. Oder geht's schon weiter? Oh, es geht schon weiter. Na gut. Vor allem, dass das Feuer hier immer noch brennt, ist ein bisschen unrealistisch. Ewig loderndes Feuer. Wäre zwar teilweise ganz praktisch, weil man daraus unendlich Energie produzieren könnte, aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Außerdem ist es auch sehr... Mist, ein Sicherheitsrisiko. Mist, hätte ich gar nicht sagen sollen, weil Elfenwurzeln ja immer ganz nett sind. Auch
wenn wir dafür einen kleinen Abstecher machen müssen. Irgendjemand hat sich einen Weg durch diese Harkonnenkrieger gebahnt. Ich weiß nur nicht, ob ich davon beeindruckt oder beunruhigt sein soll. Erstmal beeindruckt, vielleicht dann auch noch beunruhigt. Okay, gehen wir zum nächsten Astrarium, würde ich mal sagen. Bevor wir mit der Hauptmission weitermachen, will ich auf jeden Fall die Mission noch abschließen. Und wenn das Astrarium hier gleich in der Nähe ist, dann können wir das ja auch machen. Dafür lohnt sich's auch, hier hochzugehen. Oh Gott, wenn ich nur wüsste, wo ich hier hochkomme. Ich denke mal, wenn wir dem hier immer weiter folgen, kommen wir noch dahin. Ach. Schon, hier geht's bestimmt hoch, ohne dass ich runterrutsche. Ja. Na klar. Es klappt doch alles. Zack. Hier rauf. Oh. Was? War das ein Tasket? Der so ein Geräusch macht? Krass. Und da drüben ist das Astrarium. Jetzt nicht runterfallen, da unten war ja. Wir sind ja irgendwie hier auf einem Überhang. Und mal gucken, was wir hier für einen Gott haben. Oh. Okay, ein Vogel, auf jeden Fall. Dazwischen ist auch ein Ding hier zwischen. So. Dann hier rüber. Hier rüber. Oh, das ist richtig, richtig viel Zeug. Hier müsste ich... auch einmal rüber. Dahin, dahin. Hier runter und darüber, da kam ich nicht mehr lang, ne? Okay, dann müssen wir hier jetzt alles abschließen. Bevor ich zurückkehren kann. Das soll, ist aber nicht mehr möglich, glaube ich. Ja, weil von hier komme ich nirgendwo mehr zurück. Zack, zack. Und dann hier. Dann wäre hier vorbei. Mal gucken. Aber hier komme ich theoretisch auch nicht mehr raus. Oder? Doch. Theoretisch ja eigentlich schon, ne? Wenn ich hier so rüber gehe. Allerdings kann ich von hier auch einfach mal hier rüber gehen. Gucken, was uns das bringt. So. Dann hier wieder hoch. Hier runter. Dann von da darüber, aber da kommen wir ja dann nicht mehr zurück. Ich glaube, das ist schon wieder kaputt, oder? Weil ich müsste ja von hier wieder zurück, das ist ein Dreier. Aber wir gucken mal, ob wir das vielleicht doch noch irgendwie hinbekommen. Indem ich hier so durchgehe, dann muss ich halt am Ende nochmal irgendwie hier rüberkommen. Jetzt darf ich nur keinen Fehler machen. Aber ich glaube, hierdurch geht's schon nicht mehr. Weil ich von... Doch, ich komme ja von hier nochmal hier rüber. Hierhin, dahin, dorthin und hier rüber. Puh! Uiuiui, das war tatsächlich mal kompliziert, finde ich. Sternbild Fulmenos. Das gemeinhin als Donnerkeil bekannte Sternbild Fulmenos stellt einen Blitz dar, der von einem erzürnten Gott geschleudert wird. Ah, okay, ich dachte, es wäre ein Vogel oder so. Welcher Gott es ist, war jedoch immer umstritten, oder schon immer umstritten. Die Tat wurde schon jedem der alten Götter Tevinters zugeschrieben, wobei das Ziel wirklich alles sein konnte, von der verlorenen Stadt Barrendur bis hin zu einem Hofnarren, der sich einen besonders abscheulichen Scherz erlaubt hatte. Aus einer Abhandlung über die theodosische Astronomie von Schwester Oran Petrachius. Das waren doch jetzt alle drei, oder? Da muss ich dann hin. Aber erstmal will ich hier noch weiter.
Oh, und aus irgendeinem Grund ist das andere Quest hier auf Emeritans Spuren auch wieder weggegangen. Jetzt. Also hierhin will ich auf jeden Fall noch. Aber von da könnten wir nochmal umkehren. Boah, das war gerade wirklich so ein unangenehmes Gefühl, so weit zu fallen. Gut, dass man in dem Spiel nicht sterben kann durch Fallschaden. Das macht das ein bisschen akzeptabler, was ich da gerade gemacht habe. So, wer kämpft denn hier drüben? Ach, einer von unseren Speeren. Hallöchen. Verteidigt irgendwas am Fluss, oder was? So, ist das vielleicht eine von den Befestigungen? Obwohl, da hätten wir ja was mitbekommen von, oder? Hallöchen. Vielleicht kämpfen die auch einfach nur gegen die Viecher. Kann ja sein. Was? Sind die echt mit den Spinnen? Oder meinen sie uns? Ups. Alles okay hier.